Herr Walter, der Ostdeutsche Sparkassenverband unterstützt zum wiederholten Male die Sparkassen Fairplay Soccer Tour. Welche sind die Motive für die Unterstützung dieser tollen Tour? Also ganz klar, das, was wir im letzten Jahr angefangen haben, natürlich in diesem Jahr fortzusetzen und wie wir auch heute wieder sehen, erfolgreich fortzusetzen und natürlich um die Verbundenheit der Sparkassen mit den Regionen aufrechtzuerhalten bzw. zu dokumentieren. Wir sind heute in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Wie gefällt Ihnen das Turnier? Also was ich bis jetzt gesehen habe, war sehr interessant, vor allen Dingen wie die Kinder und Jugendlichen hier zur Sache gehen, da wird schon ordentlich um jeden Ball gekämpft, aber fair und die Schiedsrichter haben das jederzeit im Griff. Respekt. Herr Walter, wir haben gehört, dass der Ostdeutsche Sparkassenverband zum Bundesfinale im Tropical Island am 3.7. auch ein Promi-Team stellen wird. Sie als Sportler, als Leistungssportler, werden Sie selber dabei sein, beziehungsweise wer wird im Team stehen? Also Punkt 1, ich werde definitiv nicht mitspielen, dafür sind meine fußballerischen Fähigkeiten zu schlecht. Und das letzte Mal, dass ich an den Ball getreten habe, ist auch zu lange her. Wir werden eine Mannschaft an den Start bringen, das ist richtig. Aber ich werde aktuell noch nicht verraten, wer das sein wird. Wir können gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber reden. Da sind wir sehr gespannt. Sie werden auf namhafte Konkurrenz treffen. Natürlich auch ein Team der Deutschen Soccerliga, gespickt mit vielen Ex-Profis, inklusive René Tretschok und einem Team von Pele Sports, dem weltbesten Fußballer aller Zeiten. Aber kommen wir zurück zur Tour. Welche Erwartungen haben Sie vom weiteren Verlauf der Sparkassen Fairplay Soccer Tour? Also ganz klar, dass die Sparkassen sich in der Region zeigen können, dass die Verbundenheit in der Region da ist und natürlich, dass sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche das Angebot wahrnehmen, sich A, an den einzelnen Spieltagen zu zeigen, aber B, natürlich auch in den Regionalfinals, um den Einzug ins Bundesfinale zu kämpfen. Man sieht es, die Kinder und Jugendlichen werden es dem Ostdeutschen Sparkassenverband danken. Sie sind mit Eifer bei der Sache. Bleibt mir zum Schluss nur noch uns beiden, Ostdeutscher Sparkassenverband und Deutscher Soccerliga, viel Erfolg zu wünschen für die Tour und toi toi toi.